Egal ob das Krokodil in der Kanalisation, Geisterhäuser oder Nessie, Mythen und urbane Legenden finden sich wirklich überall. Denn nichts ist so spannend und gleichzeitig gruselig wie das Unerklärliche. Und genau dieses Unerklärliche, das gibt's auch in Games. Wir zeigen euch einige der größten Mythen in und um Games und klären auf, was dran ist. Wir alle kennen diesen Moment, egal ob online, bei Ultimate Team oder im One-on-One in der Insider-Redaktion. Wir führen bei FIFA 22 mit einem gemütlichen 2-3 Tore-Vorsprung und können das Spiel nach Belieben dominieren. Und dann passiert's. So, in der Mitte der zweiten Halbzeit. Plötzlich kommt diese eine Flanke des Gegners auf einmal an. Und dieser eine Ball, der rutscht unserem sonst so sicheren Torwart durch die Pranken wie Flüssigseife. Und das Spiel, das kippt. Und zwar gründlich. Und dann... dann dreht der Gegner das Spiel. Das kann doch nicht sein, oder? Und dann auch noch so regelmäßig. Momentum heißt genau dieser Effekt im echten Fußball. Also zumindest bei Kommentatoren und Experten, wenn sie erklären, warum die Bayern mal wieder ein Spiel kurz vor Schluss gedreht haben. In der Realität hat das viel mit Moral, Disziplin, Fitness und genereller Psychologie zu tun. Aber bei FIFA? Also... an uns kann es ja wohl kaum liegen, wenn es plötzlich 3-4 steht, oder? Immerhin spielen wir genauso gut wie vorher. Unsere virtuellen Möchtegern-Profis, die aber eben nicht. Also ist die Sache doch völlig klar. Das Spiel muss diesen psychologischen Faktor des Momentums ganz eindeutig simulieren. Und zwar schon immer. Mit schwächeren Stürmern und Nichtskönner-Verteidigern. Und jetzt die schlechte Nachricht. Selbst wenn wir davon überzeugt sind, nachdem der Gegner zum dritten Mal in Folge das Spiel dreht, EA Sports hat genau diesem Gerücht längst eine offizielle Abfuhr erteilt. Die Spielverläufe, die seien auch ohne so ein Feature spannend genug, so die offizielle Aussage vor dem Release von FIFA 21. Ja, können wir so bestätigen. Und unsere Nachbarn? Die wahrscheinlich auch. Jetzt ist Schluss. Es reicht endgültig. Ach Moment, was wir meinen? Naja, wir sind gerade nur bei Phase 6 dieses Bosskampfs hier angekommen. Und um das besser zu verstehen, klickt lieber mal in das Video in der Box. Alles, was ihr jetzt wissen müsst, ist, bei Versuch 35, da hat uns der Rage Quit gepackt. Das wird heute nichts mehr mit uns und dir, Godric. Gut, natürlich war das aber längst nicht unser letztes Zusammentreffen. Nach einer ordentlichen Mütze Schlaf und 1-2 leckeren Kannen Kaffee geht es wieder ran an den verwachsenen Möchtegern Elden Lord. Das ginge ja hier mit dem Flamelurker zu, wenn wir das nicht packen würden. Immerhin sind wir Insider, nicht Aufgeber. Naja, oder so ähnlich. Auf jeden Fall läuft unser Versuch am nächsten Morgen deutlich besser. Ein Treffer hier, zwei Rollen da, zack, fertig, first try. Also, wenn wir gestern nicht mitzählen. Aber bilden wir uns das eigentlich nur ein? Wieso haben wir das Gefühl, eine schwierige Passage, einen fiesen Boss oder ein Rätsel nach hunderten Versuchen am nächsten Tag mühelos zu überwinden? Als eure ganz persönlichen Insider-Mythenjäger können wir euch verraten, dieses Gefühl drückt euch nicht. Wenn ihr abends das Angriffsmuster eines Feindes oder eine schwierige Sprungpassage bei Hollow Knight lernt und dann schlafen geht, bereitet euer Gehirn die Informationen nach und ordnet sie. Und das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist wissenschaftlich belegt. Und das heißt, am nächsten Tag hat euer Gehirn gelernt, wie ein Abschnitt oder ein Bosskampf funktioniert. Ach so, und ganz nebenbei ist natürlich auch der Leistungs- und Erwartungsdruck weg. Wie heißt es so schön? Wir sind eigentlich am besten, wenn es uns irgendwie egal ist. Jetzt kommt ein Mythos für die Insider-Veteranen. PlayStation 1. Geheimnisvolle Gräber. Diese eine Lara. Ihr wisst schon, wovon wir reden. Tomb Raider. Damals eine spielerische 3D-Offenbarung. Mit einer weiblichen Hauptfigur mit zwei ziemlich schlagkräftigen Argumenten. Und ohne Angst vor Dinos. Eine Sache sorgte aber Mitte der 90er anscheinend für einige weniger jugendfreie Gedanken. Bei den damals wohl noch hauptsächlich männlichen Fans vor der Konsole. Lara ohne Kleidung? Da muss es doch einen Trick geben. Dieser Mythos vom Nackt-Cheat in Tomb Raider hält sich bis heute. Allerdings müssen wir euch kleinen Insider-Ferkelchen an dieser Stelle ein weiteres Mal enttäuschen. Auch wenn alle dran glauben wollten, eine hüllenlose Lara gab es auf PlayStation nie. Allerdings waren sich die Entwickler bei Core Design angeblich nicht zu schade, die Gerüchte weiter zu befeuern. Immerhin sorgte der Nackt-Mythos für extra Aufmerksamkeit für ihr Spiel. Es gab im Nachfolger sogar einen offiziellen Cheatcode, mit dem sich Lara laut einiger Spielemagazine angeblich auf dem Bildschirm entblättern sollte. Der sorgte dann allerdings dafür, dass die Protagonistin wortwörtlich in die Luft ging. Ein absoluter Premium-Troll-Move, wenn ihr uns fragt. Game over, ihr kleinen Schmutzfinken.
Ja, ihr habt recht. Bigfoot ist auch außerhalb von Games eine urbane Legende. Und zwar eine, an die viel zu viele Leute glauben. Große, haarige Leute im Wald scheinen die Menschen irgendwie zu faszinieren. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Zurück zum Thema. Bei dem ganzen Hype um Bigfoot ist es unserer Meinung nach kein Wunder, dass der Nessie der Wälder Nordamerikas auch in Spielen vorkommen soll, die in den Wäldern Nordamerikas spielen. Und ja, damit meinen wir auch ein bisschen GTA San Andreas. Immerhin rankt sich um diesen Rockstar-Klassiker seit Jahren der Mythos, dass sich in den Wäldern von Flint und Red County irgendwo ein Bigfoot herumtreiben soll. Und klar, wenn man sich das schon im echten Leben einbildet, ist das geheimnisvolle Monster im Videospielwald natürlich nicht weit. Und die Spieler, die verbrachten viel Zeit mit der Suche. Rockstar hingegen hüllte sich in Schweigen. Immerhin wussten die Entwickler längst, Bigfoot gibt's in San Andreas nicht, aber das muss man ja nicht jedem Hobby-Mythbuster auf die Nase binden. Allerdings wären Rockstar auch nicht Rockstar, wenn sie diese Suche nicht satirisch aufgreifen würden. Einige Jahre später, im DLC Undead Nightmare des Western-Epos Red Dead Redemption, tauchte der haarige Waldbewohner dann tatsächlich auf. Und auch in GTA 5 begegnet ihr, naja, Bigfoot? Also auf Rockstar-Art eben. Is this a fucking mask? So, Insider. Jetzt seid ihr dran. Welcher Gaming-Mythos ist euer Favorit? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Dann noch Abo und Glocke und schon verpasst ihr hier nichts mehr. Und das ist ganz bestimmt kein Mythos. Insider out.